Hallo Bibi. Hallo. Möchtest du auch mal ein Video mit mir filmen? Ja. Habt ihr eine Idee, was ich mit Louis filmen könnte? Wenn ja, schreibt es mir mal in die Kommentare. Hallihallo ihr Hübschen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein heutiges Video ist eine Challenge. Und zwar endlich mal natürliches Make-up. Das klingt vielleicht für viele von euch, die neu auf meinem Kanal sind, komisch, aber für diejenigen, die mich schon ein bisschen besser kennen, sorry, ich kann mich gerade voll nicht ernst nehmen, die wissen, ich liebe es schon, ein bisschen drauf zu spachteln und so komplett neues Gesicht, aber ich habe von einer anderen YouTuberin, ich habe leider ihren Namen gerade vergessen, Mariah Leonard heißt sie. Ich habe sie euch auch mal unten in der Infobox verlinkt. Sie hat ein Tutorial gemacht, Skin Like Glass. Also Haut, die so glatt und perfekt und makellos und zart und zerbrechlich aussieht wie Glas. Und das hat mich total inspiriert, einfach daraus eine Challenge zu machen und andere YouTuber vielleicht zu motivieren, auch mal von diesem Cakeface-Trend wegzukommen und sich wirklich auf natürliche Haut zu fokussieren. Ich glaube, es ist mittlerweile total der Trend geworden, so viel Make-up drauf zu schmeißen wie irgendwie möglich, weil es halt irgendwo schockierend ist. Weil natürlich denkt man sich so, hä, okay, krass, so viel, und es sieht so gut am Ende aus. Tatsache ist, dass viele Leute, die sich so krass vollspachteln, nach ein paar Stunden nicht mehr gut aussehen im echten Leben. Aber es funktioniert halt fürs YouTube-Video. Denn im Laufe der Zeit, umso mehr man drauf hat, umso weniger kann die Haut atmen. Und ich möchte heute mal euch zeigen, wie das Ganze ausschaut, wenn man wirklich nur einen Pump von den Produkten benutzt. Wenn ihr andere YouTuber habt, wo ihr das auch mal sehen wollt, die auch für ihre Cake-Face-Make-ups bekannt sind, schickt ihnen definitiv mal dieses Video und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt. Was ich bei dieser Challenge sehr wichtig finde, da man ja wenig Produkt benutzt, dass die Haut so gut wie möglich vorbereitet ist. Ich habe mein Gesicht jetzt schon getoned mit der Hylamide. Nee, das ist die Marke, Hydra Density Mist. Das ist vom selben Konzern wie die Marke The Ordinary. Und das ist halt so ein Sprühtoner. Mag ich sehr, sehr gerne. Den trägt man auf, lässt den ganz kurz einwirken. Das habe ich ja eben schon gemacht. Und jetzt gehe ich rein mit etwas von Biotherm. Das hier ist eine Essenz. Und für diejenigen von euch, die nicht wissen, was eine Essenz ist sozusagen wie das Malzeichen in Mathe für euer Make-up. Und zwar wird alle Pflege, die ihr hierauf auftragt, in der Wirkung intensiviert. Das heißt, die Pflege kann wirklich intensiv in die Haut eindringen. Ist so ein bisschen vergleichbar mit einem Serum, was ja der Fahrstuhl für die Pflege ist, dass die Pflege wirklich tief in die Haut reinkommt. Die Essenz verstärkt diese Wirkung nur noch mehr. Das hier ist aus der Live Plankton Serie. Und ich nehme mir hier so ein paar Tropfen auf die Hand und presse das in meine Haut. Dass Algen und Plankton gut für die Haut sind, ist ja schon seit Ewigkeiten bekannt. Und ich persönlich muss sagen, ich habe die Essenz jetzt so seit 4-5 Wochen oder so. Und das hier habe ich benutzt. Ich bin mega begeistert. Ich finde, man sieht wirklich einen Unterschied in der Haut und mir gefällt es richtig, richtig gut. Und für meine Augenpartie benutze ich eine Creme von Kiehl's. Das hier ist die Avocado Creamy Eye Treatment Creme. Und die mag ich so gerne. Und schaut mal, das hier ist alles, was man an Augenpflege braucht. Mehr braucht man wirklich nicht. Die Haut unterm Auge ist so zart und empfindlich, dass wenn man da mehr drauf macht, sie kann es eh nicht absorbieren und dann sitzt es komisch drauf. Und was ich mit dieser Creme mache, ist, dass ich sie wirklich in den Fingern aufwärme, bis sie von so einer cremigen Textur sich fast anfühlt wie Wasser. Und dann mit der Wärme meiner Finger trage ich es ganz vorsichtig, ohne doll zu drücken, in leicht aufwärts tragenden Bewegungen hoch. Und der letzte Schritt für die Pflege ist wieder von Biotherm und zwar ist es auch aus der Live Plankton Serie. Das hier ist eine Gesichtscreme und die mag ich so unglaublich gerne als Make-up-Base, weil ich das Gefühl habe, obwohl es eine Pflege ist, glättet es die Haut halt direkt, also so texturmäßig. Und das Coole ist, das ist mega hygienisch hier verpackt und zwar drückt man hier drauf und schiebt es dann rüber und dann kommt es hier raus. Das heißt, ihr geht nicht mit euren Grabbelfingern, aka me, in die direkte Creme. Das heißt, ihr habt keinen Kontakt und so habt ihr immer die frischeste Portion Pflege direkt verfügbar. Ganz wichtig ist dabei auch immer den Hals zu erwischen. Und Partien, die man sonst leicht vergisst, sind so die Nasenflügel. Ich vergesse, warum auch immer unter meiner Lippe, so zwischen Kinn und Lippe,
Keine Ahnung warum. Und natürlich hier auch so ein bisschen in den Haaransatz rein, weil überall, wo Make-up ist, muss auch eine gute Pflege drunter. Das Ganze lasse ich jetzt so 15 Minuten einwirken. Wenn ihr das morgens in eurem Alltag macht und das ausprobieren wollt, macht das einfach direkt, nachdem ihr aus dem Bad kommt. Jetzt könnt ihr in Ruhe frühstücken oder einen Kaffee trinken und dann machen wir weiter mit dem Make-up. Knapp 15 Minuten später, meine Pflege hat schon ordentlich Zeit einzuwirken. Umso mehr Zeit ihr eurer Pflege wirklich lasst, von der Haut absorbiert zu werden, umso besser. Ein letzter Schritt, bevor wir nun mit der Foundation anfangen. Ich habe das Gefühl, es wird mega exzessiv hier gerade. Ich benutze das Smashbox Primer Water und meinen vorher schon angefeuchteten Schwamm von NYX und sprühe so ein ganz bisschen hier von da drauf und gehe nun einmal über mein komplettes Gesicht, einfach um die letzten Pflegerückstände, die nicht absorbiert wurden, aufzusaugen und trotzdem so ein bisschen Primer Water zu haben. Dadurch habt ihr nicht so dieses zu gepflegte Gefühl. Versteht ihr, was ich meine? Weil wenn wir zu viel Pflege auf der Haut haben, kann es passieren, dass sich die Foundation im Endeffekt absetzt. Starten wir nun mit der eigentlichen Challenge. Und zwar ein Pump von allem Make-up, was wir benutzen. Und alles super fresh und natural. Für die Foundation heute werde ich von Maybelline die Super Stay 24 Stunden Full Coverage Foundation benutzen. Man kann natürlich auch andere benutzen, das ganz danach, was ihr mögt. Ich mag in letzter Zeit zum Beispiel auch von Huda Beauty die Foundation super gerne, gerade für diese Technik, wenn es halt wenig Produkt ist, aber ich trotzdem so ein bisschen mehr das Gefühl habe, gezielt abdecken zu müssen, finde ich die super. Und absolute Liebe in letzter Zeit, Armani Luminous Silk, liebe ich. Oh mein Gott, die ist so schön, hat aber eine mittlere Deckkraft und dann nur ein Pump könnte schwer sein. Aber wir bleiben heute bei Maybelline. Und jetzt, ein Pump auf mein Handrücken. Ganz, ganz wichtig, macht es von der Hand und nicht direkt ins Gesicht oder so. Das wird absolut Katastrophe und ihr werdet nicht hinkommen. Und nun gehe ich mit meinem Finger hier so ein bisschen rein, nehme mir was auf und verteile es im Gesicht. Wichtig ist, dass ihr es nicht so drauf schmiert, sondern wirklich nur tupft, weil nur dann habt ihr wirklich ausreichend Produkt, um euer komplettes Gesicht zu bedecken. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier noch so ein ganz bisschen Rückstand auf meinem Handrücken und was ich damit jetzt mache, ist, mir einen Foundation-Pinsel zu nehmen. Dieser hier ist von Real Techniques und ich mag den richtig, richtig gerne. Das ist der Expert Face Brush und damit gehe ich nun in die Foundation auf meinem Handrücken drauf, dass der Pinsel schon gut und ebenmäßig bedeckt ist und blende das nun übers komplette Gesicht aus. Wichtig ist hierbei, dass ihr keinen Druck ausübt, weil sobald ihr Druck ausübt, kann das Ganze mit dem Pinsel sehr schnell streifig werden. Ihr müsst es wirklich in die Haut hinein polieren, sodass halt die Foundation gut mit der Haut verschmilzt, aber es nicht so aufgesetzt ausschaut. Ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass Pinsel gerade für so Foundation oder Make-up-Produkte, also alles, was die Haut betrifft, so komplett außerhalb des Trends liegen. So alle benutzen nur noch Beauty-Blender oder Schwämme. Aber ich habe das Gefühl, mit dem Pinsel kommt man wirklich zu einem super flawless, geairbrushten Ergebnis. Und gerade dieser hier von Real Techniques ist richtig, richtig gut dafür. Das hier ist meine Haut nun von nahem. Und ich finde, man sieht noch auf jeden Fall, dass es Haut ist. So, man könnte fast in Frage stellen, ob ich überhaupt eine Foundation drauf habe oder ob meine Haut halt wirklich schön und ebenmäßig von Natur aus ist. Als nächstes machen wir weiter mit Concealer und dafür benutze ich von Becca den Aqua Luminous Concealer. Und der hier gibt unglaublich wenig Produkt ab. Das heißt, das was hier drauf ist, pro Seite. Und das war's. Mehr mache ich tatsächlich nicht an Concealer, weil ich das Gefühl habe, wenn man dieses zu krasse, diese Dreiecke mit dem Concealer und wirklich drauf spachtelt, kann das die Augenpartie und gerade diese Fältchen, die man da drunter hat, oft akzentuieren. Ich hoffe, das ist okay, dass ihr jetzt ein bisschen näher dran bleibt. Ja, dann seht ihr wenigstens, was ich mache. Und Schocker, auch das mache ich mit demselben Pinsel wie eben, weil ich das Gefühl habe, dann verschmelzen die Produkte noch ein bisschen besser miteinander. Und ich presse den Concealer in allererster Linie wirklich in diese Partie ein. Ich wische nicht allzu doll, weil ich das Gefühl habe, das macht die Deckkraft kaputt. Sondern ich mache so ein bisschen Tupf, Tupf, Tupf. Seht ihr, wie fresh das aussieht? Ich mag den Effekt unglaublich gern. Ich kann den Concealer wirklich nur von vollstem Herzen empfehlen. Wenn wir mit der unteren Augenpartie fertig sind, gehe ich nun mit demselben Pinsel über Partien, wo ich normalerweise auch Concealer auftragen würde. Und der minimale Rückstand, der halt noch auf dem Pinsel drauf ist, macht auch einen Effekt. Der Pinsel ist nicht immer
komplett produktfrei, wenn wir denken, dass es ist. Und es macht einen Unterschied. Minimal, aber das hier ist wirklich Detailarbeit. Und ich habe halt das Gefühl, wenn man sich mehr mit seiner Haut beschäftigt, wie bei einer Challenge wie dieser hier, lernt man sein Make-up und seine Skills nochmal komplett neu kennen. Der nächste Schritt wird vielleicht von der Reihenfolge ein paar Leute schockieren. Und zwar machen wir als nächstes nicht Puder, sondern wir machen weiter mit den Augenbrauen. Ich möchte der Foundation wirklich ein bisschen Zeit geben, von alleine mit der Haut zu verschmelzen und anzuziehen. Denn wenn wir jetzt direkt reingehen, ist die Foundation noch so ein bisschen tacky und sticky. Und wenn wir ein bisschen warten, zieht die Foundation von alleine an und im Endeffekt brauchen wir weniger Puder. Und das Ziel ist ja, so wenig Produkt wie möglich zu benutzen. Augenbrauen sind meiner Meinung nach eine sehr persönliche Sache und da hat jeder seine kompletten Vorlieben, wie er oder sie seine Augenbrauen gerne schminken möchte oder stylen möchte. Ich persönlich finde, gerade zu diesem Look ist mega schön, wenn das Ganze halt echt natural ist. Deswegen kämme ich das Ganze durch und gehe danach echt nur rein mit dem Augenbrauenpuder. Das hier ist von Anastasia Beverly Hills in der Farbe Ash Brown. Und damit ziehe ich so ein paar ganz kleine Striche durch meine Augenbraue, einfach um so ein paar Stellen aufzufüllen, die nicht so dicht von den Haaren her sind. Hier seht ihr jetzt einmal den direkten Unterschied, was ich gemacht habe. Ihr seht, das ist wirklich wenig und keine komplette Brow Transformation, sondern einfach nur so ein bisschen hier hinten aufgefüllt, vorne ein bisschen und dasselbe machen wir jetzt hier. Und das Ganze fixiere ich mit dem Benefit Ready Set Brow. Das ist so ein durchsichtiges Augenbrauengel und meiner Meinung nach das Beste auf dem Markt. Also es gibt wirklich nichts, was die Augenbrauen so gut hoch und in Position hält, wie das hier von Benefit. Ganz große Empfehlung. Nun ist es soweit und wir machen weiter mit Puder. Da wir ja möchten, dass die Haut wirklich so zart aussieht wie irgendwie möglich, dürfen wir jetzt auf gar keinen Fall zu viel nehmen. Ich benutze halt von Charlotte Tilbury das Airbrush Flawless Finish Powder. Und jetzt dreimal. Wirklich nicht mehr. Das hier langt auf jeden Fall aus. Und was ich hiermit mache, ist wirklich, das nur hinzupressen in den Partien, wo ich über den Tag als erstes ölig werde. Und ihr nehmt nicht nach. Das ist die Challenge. Ihr nehmt nicht nach. Der Grund, warum die Haut normalerweise, wenn ihr Make-up tragt, über den Tag ölt, ist ganz oft auch, dass ihr zu viel Puder zu Beginn benutzt habt. Und gerade, ich verstehe den Struggle, wenn man ölige Haut hat, denkt man, ja, umso mehr Puder, umso besser, ich will bloß nicht glänzen. Aber weil man so viel benutzt, kann die Haut noch weniger atmen und probiert durch die Ölproduktion das Make-up von der Haut zu waschen, damit die Haut wieder atmen kann. Das heißt, Ölen ist nicht nur ein, ich habe ölige Haut, sondern manchmal auch von der Haut einfach ein Mechanismus, wie sie sich selber probiert zu schützen. Und jetzt, wie eine Fee, gleitet ihr mit dem Pinsel drüber. Ihr seht, ich berühre kaum mein Gesicht. Aber die minimalen Rückstände im Pinsel hinterlassen Produkt auf der Haut. Und das ist alles, was man braucht. Ihr seht jetzt, wie schön meine Haut immer noch strahlt, wie gesund und frisch es aussieht, ohne überschminkt zu sein. Als nächstes machen wir weiter mit den Wangen. Die Wangen sind super, super wichtig, weil bei diesem Look ja wirklich die Haut im Vordergrund steht. Und damit das Ganze jetzt nicht so eindimensional und flach aussieht, kommt Bronzer. Und da benutze ich von Love den Love Sun Blurring Bronzing Powder. Den mag ich richtig, richtig gerne. Den kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe die Farbe 020 Seductive Bronze. Und ich nehme auch hier wieder einen riesengroßen Pinsel von Real Techniques. Die Nummer 300 ist das aus dieser Glitzer Edition. Und dabei wichtig, wenig Produkt, großflächig arbeiten. Ich möchte niemanden sehen, der wirklich sich probiert, die Wangenknochen oder so rauszukonturieren. Das ist nicht der Sinn und Zweck des heutigen Looks. Also wieder. Tack, tack, tack. Produkt ist drauf. Und nun, kaum Druck. Ihr fächert das Produkt wirklich nur drüber. Und das über die komplette Seite eures Gesichts, wo die Sonne euch im Laufe des Tages so als erstes treffen würde. Als nächstes Blush. Und auch dieser hier ist von Love. Und zwar der Blush Mint Blurring Blush in der Farbe 10 The Game Changer. Wunderschöner Blush. Der hat so ein ganz bisschen Strahlkraft mit drin, ist so ein Glowy Blush und gerade das macht die Haut noch frischer und gesünder. Und Schocker, selber Pinsel wie eben, genau so ein großer Pinsel. Und auch da wieder selbe Region, einfach ein bisschen höher. Ich finde es unglaublich schön. Es ist ein sehr minimaler Effekt, aber einer, der wirklich Ausschlag gibt.
Als nächstes kommt der Highlighter und auch der hier ist von Love. Den habe ich vor ein, zwei Tagen zugeschickt bekommen. Der ist aus der neuen Love Lights Kollektion. Glow Light in der Farbe... Steht nicht drauf. Es gibt drei Stück. Das hier ist die mittlere Farbe. Es gibt einen, der ist fast weiß. Dann gibt es diesen Champagnerton und noch einen Bronzeton. Der hier hat mir richtig, richtig gut gefallen. By the way, die anderen werde ich in kommender Zeit jetzt auf Twitter verlosen. Also schaut auf Twitter vorbei, wenn ihr Bock habt auf neue Highlighter von Love. Und jetzt kommt wahrscheinlich der schockierendste Moment. Selber Pinsel, auch für den Highlighter. Ja, ihr habt richtig gehört. Pinsel mit Produkt bedecken. Abklopfen. Boom. Ganz soft wieder. Gefühlt nicht die Haut berühren, über den Rest drüber. Was die Augen angeht, hat man natürlich komplett freie Wahl. Man kann einfach so ein bisschen denselben Bronzer in die Lidfalte packen oder natürlich ein komplettes Augen-Make-up zaubern. Je nachdem, worauf man Bock hat. Ob mit Lidstrich, ob ohne, ob nur Mascara. Aber was ich persönlich super, super schön finde, ist, wenn man es halt so komplett natural lässt und einfach mit so einem normalen Blushpinsel in den Bronzer geht, wieder abklopft und ganz soft einfach nur übers Lid geht. Einfach, dass es so ein bisschen, ja... Farbe hat, aber nicht geschminkt aussieht. Fertig. Ich persönlich bin ein absolutes Lash-Girl. Ich liebe Lashes über alles. Aber ich probiere heute mal ohne. Es ist natürlich aber auch ein geiler Hingucker, wenn man so diesen absolut natürlichen Look hat und dann richtig schöne Lashes. Ist Geschmackssache. Wir machen es heute ohne, aber was niemals ohne geht, ist für mich Wimpernzange. Meine absolute Lieblingsmascara zurzeit ist von Dior, die Dior Show Iconic Waterproof Mascara. Am Anfang war ich so ein bisschen, die macht ja nicht wirklich viel. Aber umso länger ich sie benutze, liebe ich den Effekt, weil es halt wirklich die Wimpern zu 100% trennt. Ich habe hier nicht eine einzige Wimper mit, die irgendwie verklebt oder so. Und sie ist wirklich so waterproof wie keine andere Mascara auf diesem Planeten, die ich bis jetzt probiert habe. Und glaubt mir, das sind einige. Ich dachte für die längste Zeit, dass die Catrice Lambdoll Waterproof meine absolute Favoritin ist. Aber die hier ist nochmal um Längen haltbarer. Klar, sie ist auch um einiges teurer, aber gerade für meine unteren Wimpern, da schmiert echt alles außer dieser hier. Kommen wir nun zu den Lippen. Da habt ihr natürlich mal wieder absolut freie Wahl. Ich persönlich muss sagen, ich liebe den Look von diesem absolut freshen Make-up und dann aber eine perfekte rote Lippe. Ich finde, es sieht einfach super classy aus und total live together. Aber da es ja wirklich no Make-up Make-up sein soll, gehe ich jetzt einfach rein mit derselben Lippenmask wie eben und trage mir die einfach ganz soft nochmal über die Lippe. Ich habe das Gefühl, das holt die eigene Lippenfarbe von mir gut raus und es sieht einfach schön frisch und gepflegt aus. Der letzte Schritt für den heutigen Look ist selbstverständlich auch heute Setting Spray. Aber Setting Spray in anderem Verständnis als normalerweise. Ich persönlich benutze Setting Spray heute als Puderersatz. Und zwar habe ich von Urban Decay das All-Nighter Setting Spray. Ich habe das hier heute umgefüllt, weil ich die letzten Tage unterwegs war. In die kleinere Flasche von NYX, aber da ist das Urban Decay Spray drin. Und was ich hiermit mache, schütteln. Einmal links. Einmal rechts. Und einmal in die Mitte. Und das ist alles. Ich bin jetzt einmal noch näher rangekommen, nur dass ihr den komplett fertigen Look wirklich gut sehen könnt. Komplett ungefiltert, hier ist kein Skinfilter oder sowas drüber. Das ist alles meine echte Haut und ich muss sagen, es sieht super schön, super natürlich aus. Und das ist für mich die Definition von No Make-up Make-up und die Challenge Ein Pump Foundation. Ich bin gerade bei uns im Garten gelaufen, einfach gerade in der komischsten Situation und Pose ever. Aber ich wollte euch das Ganze einmal wirklich im direkten Tageslicht zeigen, damit ihr seht, wie schön der Look auch im Alltag aussehen kann. Und jetzt ist die Sonne wieder weg. Naja, aber ihr seht den Effekt. Ich finde, es ist auch definitiv ein cooler Look für den Alltag, den man ohne Probleme tragen kann und sich nicht verstecken muss in seiner Haut. Und ja, zurück ins Studio. Aber ja, das war's mit dem heutigen Video. Wenn euch diese Challenge, ein Pump Foundation und allgemein so wenig Make-up wie irgendwie möglich gefallen hat und ihr den Look mögt und ihr es noch nicht direkt am Anfang getan habt, spätestens jetzt würde ich mich tierisch über euren Daumen hoch für dieses Video freuen.
Um in Zukunft meine Videos nicht zu verpassen und Teil von Team Julina zu werden, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und aufs kleine Glöckchen drückt. Dann sagt euch YouTube nämlich Bescheid, sobald meine neuen Videos online kommen. Das ist immer donnerstags und sonntags und zwischendurch ein extra Video am Dienstag. Bevor ihr geht, schreibt mir bitte auf jeden Fall eure Meinung zu dem Ganzen unten in die Kommentare. Ich freue mich total durchzulesen, ob euch das Ganze hier inspiriert hat, das auch mal auszuprobieren. Ob ihr sagt, nee, ich bleibe bei meinem Cakeface oder nee, das hier ist ohnehin schon meine Routine. Das würde mich tierisch interessieren, wie ihr zu Make-up steht und wie ihr euch normalerweise so vollklatscht. Aber ja, das wäre alles für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Fühlt euch ganz, ganz doll gedrückt und geknutscht und ich würde sagen, bis wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Habt einen schönen Tag!